Hallo und herzlich willkommen zu unseren Tierlist im Patch 11.16. Jetzt erfährst du alles über die aktuelle Meta in der Low Elo. Starten wir mit der Top Lane und gehen das Ganze ordentlich und schnell durch, damit ihr einen klaren Überblick bekommt. Urgot ist zurzeit der stärkste Top Laner in der aktuellen Meta oder zumindest in dem aktuellen Patch und kann dort oben eigentlich jedes Matchup bestreiten. Also gegen ihn zu spielen wird richtig schwer. Yorick kommt dann als bester Split-Pusher, der dadurch eine sehr hohe Winrate aufbauen kann und auch in 1v1s gegen bestimmte Champions richtig gut aussieht. Vor allem im Midgame mit zwei Items ist er einer der dominantesten Champions. Zum Schluss haben wir dann noch Garen. Er ist ein sehr leichter Champion, aber natürlich effektiv und ist deswegen immer noch im S-Tier unterwegs und kann mit seiner Ultimate solche Carries wie Yorick oder auch Urgot mal schnell one-shotten. Und wenn er sie nicht one-shottet, zumindest duellieren, was viele andere Champions nicht können. Schauen wir dann weiter ins A-Tier und dort haben wir einen neuen Gast, nämlich Lilia. Sie wird in der Low Elo zurzeit auf der Toplane gespielt. Ich selber habe mit ihr noch nie Erfahrungen auf der Toplane gemacht, geschweige denn, dass sie einmal auf der Toplane in meinem Spiel war, aber anscheinend funktioniert sie dort oben und hat eine sehr konstante und starke Winrate in den letzten beiden Patches aufgebaut. Dann haben wir noch Illaoi, ein Monster, was wirklich sehr, sehr harte Tentakeln vor allem für Carries auspackt und diese damit zersmashen kann in ihrer Ultimate, vor allem in den Late-Game-Teamfights und wenigen Gegnern eine Chance lässt. Danach Nasus, auch ein starker Split-Pusher, er tut sich nur deutlich schwerer als der Yorick und ist deswegen hier im A-Tier. Dann Zed und Trundle, das beides sind nochmal Bruiser oder zumindest Fighter, die wirklich auf die Schnauze geben wollen und im 1v1 den besten und effektivsten Champion abliefern. Da diese sich aber sehr schwer gegen diese S-Tier-Champions tun, haben wir sie hier im A-Tier eingestuft. Die untere Reihe vom A-Tier sind dann eher nur noch die Counter zu den oberen A-Tiers oder zu ganz speziellen Picks im S-Tier, wie zum Beispiel der Wukong, der die Urgot-Ulti einfach canceln kann, indem er mit seinem Klon schnell wegspringt und dann der Klon eingesaugt wird. Weiter geht's mit dem Jungle und dort haben wir Trundle, Amumu und Shyvana im S-Tier. Das sind teilweise drei verschiedene Champions, die trotzdem alle sehr stark sind. Trundle ist hier der leichteste Champion, bei ihm stellt ihr einfach einen Pillar auf und haut dann mit eurer Keule so lange zu, bis der Gegner tot ist. Ihr habt einen guten Jungle Clear und könnt vor allem im Late Game immer noch ordentlich impacten und solltet auch im Early ohne Probleme ganken können. Trundle spielt man aktuell auf der Bruiser AD Variante. Anders ist es dann bei Amumu, ihn spielt man auf der Full Tank Variante und dort ist er am stärksten. Ihn wollt ihr einfach reinpicken, um einen Haufen CC mitzubekommen. Ihr zieht euch dann ins Gegnerteam mit eurer Q, ultet dann und haltet so viel Schaden wie möglich aus. Wirklicher Damage Dealer seid ihr nicht. Als letzten S-Tier Champion haben wir dann Shyvana und bei ihr geht ihr auf die AP Attack Speed Variante über Nashor's Tooth und weitere AP Items und könnt dann Carries One-Shotten. Es ist sehr langweilig oder zumindest effektiv für Shyvana, was auch glaube ich sehr Spaß macht, aber für viele gegnerische Champions, vor allem die AD Carries, werdet ihr zum größten Schrecken werden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Sonst haben wir ein extrem starkes A-Tier, was sich wenig vom S-Tier unterscheidet, nur halt wie gesagt ein paar Prozenten zum S-Tier hinterher ist. Dort haben wir Y, Jarvan, Warwick, Rammus und Master Yi. Alles Champions, die wenn sie gefeedet werden, wirklich schwer zu bieten sind und an sich aus jeder Phase des Spiels immer noch groß Impact generieren. In der unteren Reihe des A-Tiers haben wir dann noch Champions, die vor mehreren Patches mal sehr stark waren, aktuell aber nicht mehr so glänzen können und teilweise auch etwas zu schwierig zu spielen sind. Ich spreche da vor allem von dem Nocturne und dem Wulibär. Sie haben zwar einen leichten Clear, aber setzt mal so eine Stärke im Mid- und Late-Game um, gankt richtig und impactet die Lane, dass ihr für euer Team bestimmte Objects entscheidet und euer Team vorausbringt. Das ist mit diesen Champions natürlich nicht so einfach wie vielleicht mit einem Amumu, mit dem ihr euch einfach ins Gegnerteam reinzieht und dann ultet. Eine persönliche Preference von mir wäre es dann, alle Champions aus dem B-Tier wegzulassen, außer ihr seid ein Main drauf oder wisst genau, wie ihr den gegnerischen Champion counterpicken könnt. Da sind wir auch schon bei der Midlane und dort gibt es die nächste Überraschung, nämlich Graves Midlane. Ich weiß nicht, was das halt los ist, aber solche Picks funktionieren und können richtig stark werden. Graves ist ein Champion, der vor allem im Late Game, wenn er gefeedet ist, Gegner einfach two-shottet. Ja, two-shottet. Er ist ein sehr starker Champion, hat in der Lane sehr, sehr starken Wave Clear und kann eigentlich nur durch Mob-Block, also entweder durch gegnerische Jungle-Monster oder einzelne Minions outplayed werden oder indem ihr ihn einfach one-shottet, schneller als ihr gewone-shottet werdet.
Belkos haben wir dann als stärksten Poker. Er ist hier sehr weit oben von der Winrate, vor allem in der Low Elo, obwohl er so schwer ist, aber er kann sich durchsetzen, weil sein Schaden nun mal so insane ist. Dann haben wir noch Irelia und Malzahar. Irelia ist hier der Playmaker und der Counter zu fast allen Champions und Malzahar ist die einfachste Variante des Wave Clearns und des Ultens. Wenn ihr bei ihm ultet, könnt ihr eigentlich einen Safe Kill generieren und auf jeden Gank Follow-Uppen, indem ihr einfach R drückt. Schauen wir dann weiter im A-Tier und dort haben wir fast die gleiche Verteilung nochmal. Wir haben Xerath als Poker, den es auch schwieriger als Vel'Koz gibt, nur er ist halt nicht so stark. Eine Lux, die hier vielleicht den Malzahar ersetzt, indem ihr einfach die QE-Ulti-Kombo trefft und damit den Gegner eigentlich immer one-shotten könnt. Dann ein Yasuo, der wieder dieser Playmaker ist wie Irelia und auch AD skaliert und auch Counter eigentlich zu all diesen Champions aus der A-Tier-Reihe ist. Und ein Corgi, der natürlich ordentlich reinknallt an Damage, der ähnlich an den Graves hinkommt, aber natürlich deutlich schwieriger zu spielen ist. In der unteren AT-Reihe haben wir dann wieder Counter-Champions wie Heimerdinger, Annie, Viktor, Galio und Diana. Galio ist vor allem sehr, sehr stark gegen die AP-Champions und kann natürlich dem Team mit seiner Ultimate insane helfen. Sollte euch das also im Sinn liegen, dann empfehle ich euch unbedingt diesen Champion. Schauen wir uns jetzt die ADCs an und dort haben wir einen neuen alten Gast, nämlich Ashe. Sie ist inzwischen wieder am S-Tier an der Spitze. Das letzte Mal war sie das im 11.8er Patch und konnte dort richtig carryen. Jetzt ist sie es wieder, 8 Patches später. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr stark auf der Botlane dort unten. Hat natürlich einen guten Slow, ordentlich Damage und kann im Late Game Tanks wunderbar shredden. Weiter geht's dann mit Six. Er wurde zwar genervt auf der Botlane, hat aber in der Low Elo immer noch einen so hohen Impact und deswegen dürfen wir ihn hier nicht rauslassen. Er wird immer noch mit einer guten 4,8% Pickrate gepickt und haut somit auch ordentlich rein mit seiner guten Winrate, ist also nicht nur ein kleiner Pocket Pick. Er kommt aktuell über seinen hohen Damage beim Poken und natürlich über die schnelle hohe Damage Skalierung mit 2 oder 3 Items, mit dem ihr dann ein ADC mit Q Ulti one-shotten könnt und ihr seid dann halt eben ein APC. Also viele, die den Begriff vielleicht noch nicht kennen, das ist dann ein AP Carry und kein AD Carry. Und weil wir gerade schon so viel über Carry-Namen reden, haben wir jetzt noch einen Hyper Carry, nämlich Kog'Maw. Ihn baut man inzwischen nicht mehr auf der Tank-Kog'Maw-Variante, sondern wieder auf der normalen AD-Kog'Maw-Variante, aber damit haut er ordentlich rein und braucht nicht mehr unbedingt eine Lulu. Jetzt reichen auch viele andere Supporter und deswegen ist er hier nochmal von der Winrate ordentlich angestiegen und kann sich jetzt weiterhin im S-Tier halten und deswegen mussten wir ihn hier auch klar aufführen. Wenn ihr Kog'Maw gerade spielen könnt und ihr euch sicher seid, dass ihr im Matchup zurechtkommt, dann pickt ihn auf jeden Fall, denn er ist insane stark. Im A-Tier haben wir dann gleich die nächste komplette Palette. Inzwischen wird es fast langweilig, hier in den Tierlist drüber zu reden, denn jede Woche ist vielleicht die Kombination ein bisschen anders auf den einzelnen Plätzen, aber an sich ist diese gesamte Palette der oberen A-Tier-Reihe eigentlich immer gleich, denn diese Champions sind immer noch super stark und haben in der Winrate kaum Unterschiede. Wichtig ist hier aber zu wissen, dass die einzelnen Champions anderen Champions oder Matchups countern können. Pickt zum Beispiel einen Tristana in ein Miss Fortune Matchup, aber zum Beispiel keine Sivir in ein Wayne Matchup, denn da werdet ihr verlieren. Ein Jhin gegen eine Samira tut sich auch sehr schwer, andersrum kann aber zum Beispiel eine Wayne gegen eine Samira wunderbar standhalten. Hier geht es also ganz klar um die Entscheidung, welches Matchup ihr gegen welchen Champion pickt und somit carryen könnt. In der unteren A-Tier-Reihe haben wir dann Champions, die sich einfach von der Winrate stark absetzen, jetzt keine speziellen Counter sind, aber dort unten noch einigermaßen gut aufgehoben sind, sonst aber nichts machen können. Das B-Tier führen wir ja an sich nicht auf, denn die Champions sind einfach sehr schwach und können kaum in der Lane was impacten. Akshan haben wir immer noch auf dem letzten Platz, er ist eher ein Midlaner, wird aber aktuell immer wieder auf der Botlane in der Low Elo gespielt, sackt dort unten aber ordentlich rein, deswegen ist er hier noch auf dem letzten Platz unterwegs. Das war's dann soweit erstmal von der Botlane und den ADCs. Zum Schluss zu den Supportern und dort gibt es mal wieder einen ordentlichen Mix und eine neue Meta. Zurzeit ist auf jeden Fall einer der stärksten Supporter mal wieder Sona. In der Low Elo hat sie natürlich kein schwieriges Kit, haut aber in der Lane ordentlich rein und kann richtig stark poken. Direkt gefolgt von Syrah, die deutlich schwieriger zu spielen ist, auch poken kann, aber keine Peel mehr hat. Dann gibt es einen Maokai, der genau solchen Champions widerstehen kann, indem er dann diese engagen kann und diese auch one-shotten kann, wenn ihr ihn richtig spielt und natürlich über die Setzlinge genauso Schaden liefert. Dann ein Blitzcrank, der natürlich insane gegen Champions wie Sona, teilweise auch Syrah, aber sicher auch gegen eine Nami ist, denn ihr könnt einfach den Champion hooken und dann wird er halt geone-shottet. Und wenn dieser tot ist oder sagen wir mal der Support tot ist, dann kann der ADC in der Lane auch nicht mehr wirklich was machen, wenn ihr eure Prio richtig ausspielt. Jetzt aber noch ein kurzes Wörtchen zu Nami.
Sie ist natürlich sehr, sehr stark über den Peel zu ihrem Supporter. Sie hat etwas CC über die Ultimate und natürlich über die Q. Sonst kann sie aber den ADC super peelen und immer wieder hochhalten in der Lane, was natürlich sehr stark für Trades ist. Schauen wir dann direkt in die obere AT-Reihe und dort haben wir Xerath, dann eine Leona, einen Brand, Braum und Swain. Also alles Champions, die vor kurzem noch im S-Tier waren, jetzt aber von der Winrate einfach nicht mehr so stark sind. Warum das genau der Fall ist, kann ich nicht direkt beschreiben. Ich will da auch nicht einen zu großen Interpretationsspielraum öffnen, aber natürlich sind diese Champions zurzeit schwächer als die anderen Champions, sei es über Item-Builds, über Kombos mit den einzelnen ADCs, wo zum Beispiel eine Sona sehr stark ist, wenn man dann einen Kog'Maw als Hypercarry dabei hat oder eine Ashe, die natürlich mit einer Zyra oder auch einem Blitzcrank super synergiert. Und dann sind natürlich Champions wie ein Xerath, ein Brand oder auch vielleicht einen Swain nicht so effektiv wie der Braum und die Leona, die zwar hier jetzt weiter unten sind, weil sie keine Winrate haben, oder auch Champions wie gerade genannt aus dem S-Tier. Die untere A-Tier-Reihe sind sonst hier nur noch Winrate-Champions, die dort unten unterwegs sind. Auf der Support-Position können sie auf jeden Fall ein Game ordentlich carryen. Ich spreche davon einer Seraphine-Ult, Vel'Koz-Ulti, Lux-Ulti mehr oder weniger, auch eine Sillian-Ult ist in der Lane insane stark. Aber sie sind zurzeit von der Winrate stark gedroppt und man findet nicht so in diese Champions rein in der Low-Elo wie in die Champions aus dem S-Tier, wo anscheinend Player einfach sagen, okay, bei Zyra stelle ich 3 Pflanzen auf, die erledigen den Job für mich. Bei Maokai werfe ich Setzlinge im Busch und bei Sona helfe ich einfach meinem ADC, bei Blitzcrank treffe ich einen Hook und bei Nami stehe ich einfach in der Lane da, heil und treffe meine Fähigkeiten. Also diese Champions sind zurzeit super dominant. Warum das genau der Fall ist, kann ich euch leider nicht genau beschreiben, aber ich habe euch vorhin meine Interpretationen genannt und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Pickt auf jeden Fall diese Champions und damit könnt ihr ordentlich raushauen. Das war's jetzt erstmal mit den Tierlists. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da, wenn ihr uns weiterhin supporten wollt. Schaut auch gerne in die anderen Videos von uns rein. Wir haben euch noch Mini-Guides parat gestellt und weitere Guides, wovon jede Woche oder jede 2 Wochen neue released werden. Sonst vergesst nicht, Hashtag Stantitable und habt einen schönen Abend.